George, wo ist meine Mutter? Ich muss Sie sprechen. Lady Sheringham möchte auch keine... Ich muss Sie sprechen, holen Sie sie. Das geht nicht, Sir. Sie sagen Sie ihr, dass ich hier bin und sie sofort sprechen muss. Sehr wohl, Sir. Was ist passiert? Guten Tag, Mama. Bist du in Schwierigkeiten? Nein. Also, was willst du? Ich möchte dir das Mädchen vorstellen, das ich heiraten werde. Wieder eine von deinen Tingeltangelpuppen? Keine Tingeltangelpuppe. Sie ist Tänzerin. Wo ist der Unterschied? Ja, du musst sie kennenlernen, dann wirst du sehen. Und das wäre verlorene Zeit. Außerdem brauche ich Geld. Du hast gestern 1000 Pfund bekommen. Das ist schon weg. Prost. Das Mädchen schlagt dir aus dem Kopf. Sie ist hier. Ich habe sie mitgebracht. Das ist sie. Das ist Yvonne, meine Mutter, Lady Sheringham. Lass uns allein, Bruce. Setzen Sie sich. Danke. Haben Sie etwas zu verbergen unter Ihrer Sonnenbrille? Nur meine Augen, sie sind sehr empfindlich. Wie viel? Ich verstehe nicht. Ich gebe Ihnen 2000 Pfund, wenn Sie sich verpflichten, meinen Sohn nie wiederzusehen. Geben Sie sich keine Mühe, Lady Sheringham. Ich werde auf Bruce nicht verzichten. Und ich weiß, wenn er die Wahl hätte zwischen Ihnen und mir, er würde mich wählen. Ich biete Ihnen 3000 Pfund, wenn Sie auf ihn verzichten. Nein. Sie täuschen sich, wenn Sie glauben, dass Bruce Sie liebt. Er kommt jeden Monat mit einem Flittchen daher. In der nächsten Woche hat er Sie schon vergessen. Auch Nora Wilson? Was wissen Sie von Nora Wilson? Bruce hat mir von ihr erzählt. Wo arbeiten Sie? Ist das für Ihre Entscheidung so wichtig? Sie sind Tänzerin und ich will wissen, wo. Ich gehöre zu den Las Vegas Girls. So, Las Vegas Girls. Ich rate Ihnen gut. Verlassen Sie England so schnell Sie können. Warum? Nun, wenn Sie es durchaus wissen wollen, Sie werden an der Liebe meines Sohnes zugrunde gehen. Nora Wilson ist daran auch nicht zugrunde gegangen. Nora Wilson landet in einem Bordell. Woher wissen Sie das? Haben Sie dabei mitgeholfen? Verlassen Sie mein Haus. Verlassen Sie mein Haus! Wir sehen uns wieder, Lady Sheringham. Wo ist die Bob? Sie ist weg. Sie hat auf dich verzichtet. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr! Für 3000 Pfund hat sie auf dich verzichtet. Bruce, Sie sind es nicht wert. Mit Ihren schönen Larven und Ihren unschuldigen Augen wollen Sie dich nur täuschen. Aber glaub mir, Sie sind es nicht wert. Doch wirklich mehr als merkwürdig. Der Transport auf der Olaf Eriksson ist das größte Geschäft, das wir je gemacht haben. Und gerade jetzt wird einer nach dem anderen ermordet. Jefferson, Donovan, Nuthatcher. Bin gespannt, wer der Nächste ist. Die Polizei behauptet, ein Mann mit einem Glasauge... Warte! Was willst du damit sagen? Auf mein Konto gehen nur Lila und Erik. Diese beiden mussten verschwinden. Oder wär's dir lieber gewesen, sie hätten bei der Polizei gesungen?
Kann mir vielleicht einer der Herren sagen, warum Nora Wilson nicht mit von der Partie ist? Nora Wilson? Wer ist das? Nora Wilson nennt sich jetzt Yvonne Duval. Engagiert bei den Las Vegas Girls. Obwohl sie vor 5 Jahren auf meine Veranlassung mit einem Transport nach Südamerika geschickt wurde. Sie war damals die Geliebte meines Sohnes. Wir sind nicht dazu da, Ihrem Bruce die abgelegten Freundinnen vom Halse zu schaffen. Wir haben das einmal getan, das genügt. Ich verbiete mir diesen Ton. Hören Sie zu. Yvonne Duval ist eine große Gefahr für uns. Sie sorgen mir dafür, dass sie aufs Schiff kommt. Ist das klar? Ja, Milady. Was, das ist doch Wahnsinn. Inspektor Perkins hat 3-mal anrufen lassen, weil er wissen will, wohin die Las Vegas-Truppe gereist ist. Du schaffst sie an Bord. Mit oder ohne Vertrag. Um 22 Uhr bist du auf der Olaf Eriksson.